Hallo und herzlich willkommen im Hobbykeller. Ich bin der Bob und willkommen zu meinem Bericht über den Versuch, mit einer chinesischen Firma zu kommunizieren. Irgendwie so, keine Ahnung. Vorweg. Dieses Solarpanel hier hinten, dieses Chinese Solarpanel, habe ich gekauft für 116,99. Weil es ein 150 Watt Panel sein sollte. So. Ist es aber nicht. Das ist jetzt das dritte Teil der Reihe. Wenn ihr jetzt die beiden ersten Teile noch nicht geschaut habt, schaut vielleicht eventuell erstmal die ersten beiden Teile. Da zeige ich das, wie ich es bekomme. Und dann teste ich es nochmal ausführlich und keine Ahnung. Und mittlerweile habe ich ein Ausmaß der Resignierung erreicht. Ich muss euch das mal vorlesen. Es ist heute der 7. August. Okay, 7. August 2020. Und ich habe das erste Mal mit denen, ich habe jetzt erst meine Antwort von denen bekommen am 11. Juni. Das heißt, das Ganze geht jetzt schon über einen Monat, okay? Also, ich habe denen geschrieben, euer 150 Watt Solarmodul, das liefert keine 150 Watt, das liefert nur 60 Watt. So. Antwort am 11.7. Achso, ja, stimmt, wir sind im Wochenende, bla bla bla, stimmt gar nicht, dann war es der 13. Der 13., genau. Also es ging immer mal ein bisschen Deutsch, ein bisschen Englisch, es kann sein, dass es hier mal ein bisschen dauert. Wenn ich ein bisschen verschnupft klinge, liegt das daran, dass ich im Moment ein bisschen Staub hier im Keller habe, weil ich wieder an meiner Camping Solarbox 2.0 gearbeitet habe. Video ist vielleicht schon online oder nicht, schaut einfach mal in die Videobeschreibung. In der Regel habe ich das verlinkt, weil das Panel ja mit der Box ein bisschen zusammenhängt. Und jetzt ging das los. Da habe ich das übrigens noch nicht durchklingen lassen, dass ich darüber YouTube-Videos mache. Habe dem aber trotzdem dann ein Video geschickt. Auf meinem Privat-Channel habe ich es hochgeladen, habe es auf privat gestellt oder auf nicht gelistet und habe es dem dann den Link geschickt, sodass der das nicht checkt, dass ich erstmal YouTuber bin und da schon ein bisschen mehr Ahnung habe. Und er hat geschrieben, hallo Freund, also es ist wahrscheinlich mit Google, also die ganzen Dinge wirken so, dass das mit Google Translator übersetzt ist. Das ist. Hallo Freund, es tut mir so leid für die Mühe. Können Sie uns bitte ein kleines Video des Problems schicken? Und dann, ich werde Ihnen eine Rückerstattung anbieten und ich werde da mich kümmern und ich verspreche Ihnen, dass ich Ihnen bei der Lösung dieses Problems helfen kann und ich bin voll verantwortlich für jedes Problem, das Sie mit dem Artikel getroffen haben. Ihr merkt das am Satzbau, das ist wahrscheinlich echt nur durch einen Google Translator gegangen. Ist ja okay. Das ist nicht das Problem, wenn Sie lösungsorientiert wären. 14. Hier am 14. muss ich die vorlesen. Ah ja, genau, da hat er geschrieben, er kann es nicht öffnen. In YouTube-Link. Kann er nicht öffnen. Habe ich ihm mal seine E-Mail-Adresse geschickt, alles cool. 15. Lieber Freund, also immer mit hier. Egal. Vielen Dank für Ihre Antwort und entschuldigen Sie die Probleme, die Ihnen bereitet wurden. Bitte geben Sie mir etwas Zeit, bla bla bla, warten wir auf Rückantwort. Immerhin, er ist ja aktiv, ist oder wer auch immer das ist. Also, was habe ich hier zurückgeklickt? Moment. Ich muss hier spulen. Es war viel. 22. Da war erstmal nichts, da habe ich erstmal nachgefragt, wie schaut es denn aus? 23.07. Hallo Freund, vielen Dank für die Antwort, wir haben es bekommen. Entschuldigung für diese Unannehmlichkeit. Wie wäre es, wenn wir Ihnen teilweise Geld zurückerstatten, um zu kompensieren, ob es gut funktioniert? Irgendein Rabatt. Cool. Passt, können wir machen. Und Sie können es in Ihrer Bequemlichkeit behalten, ist das in Ordnung? Google Translator, alles kein Problem. Ich hatte davor geschrieben, hallo, ich habe seit 7 Tagen nichts gehört, alles gut. Das klingt ja erstmal nach Entgegenkommen. Kein Thema. Jetzt kommt der coole Teil. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Der ist echt cool. Jetzt kommt wirklich der traurige Teil. Ja, ist egal. 23.07.
Entschuldigen Sie für diese Unannehmlichkeit. Und ich habe wieder mit dem Lieferanten bestätigt, es ist ohne Zweifel tatsächlich 150 Watt. Jetzt fingen sie an, ein bisschen rumzudiskutieren. Das ist jetzt der 23.07. Nun, aufgrund des Gegenstands wie die Intensität der Sonne, der Grad der direkten Sonneneinstrahlung und die Umwandlungsrate der Sonnenenergie beeinflusst. Also schlechter Winkel, Wolken, mach's halt mal ordentlich, dann kriegst du auch 150 Watt. Die volle Leistung wird jedoch nicht zu 100% angezeigt. Hoffe dein freundliches Verständnis. Google Translator. So, habe ich den gleich nochmal geschrieben. Ah ja, genau. Jetzt kamen die ersten Mails auf Englisch. Ich übersetze mal. Ich muss nicht alles vorlesen. Ich lese generell nicht alles vor. Quintessenz aus der E-Mail auch nochmal vom 23. Sie bieten mir eine Kompensation an, also einen Rabatt. 116,99. Nur mal für Spaß. 116,99. Für ein 150 Watt Solarpanel, was nur 60 Watt liefert, mit diesem PWM-Laderegler, der an der Herstellung 3 Euro kostet, und zwei MC4-Stecker, mit einem gewissen Gegenwert, aber Alu-Kabel. Nicht mal Kupfer, Alu. Was ich verstehen kann, aber wenn, ne, das Panel, wir geben dir 2 Euro Rabatt, weil wir haben nur 6 Euro Gewinn. Ich bin ja erstmal aus dem Lachen nicht rausgekommen, habe ich gesagt, nö. Dann 24. Ich weiß gar nicht, was ich denn zurückgeschrieben habe, irgendwie, keine Ahnung, Leute, ganz so funktioniert es nicht, ich fühle mich verarscht, ja. Thank you, we completely understand your feeling. Also habe ich irgendwas zurückgeschrieben, dass es nicht passt. Jetzt wollten sie mir 10 Euro geben. Irgendwann war es mir jetzt dann zu blöd, weil 10 Euro bei einem Artikel, bei dem die mit Sicherheit 100% oder Gewinn haben, das kann es nicht sein. Ich habe dann negativ bewertet bei eBay. Das ist gar nicht mal so leicht. Das war meine erste negative Bewertung, weil ich das eigentlich nicht für sinnvoll halte, aber das ist Betrug. Und das ist nicht Betrug, indem man sagt, Betrug und jetzt, okay, wir sind ertappt worden, jetzt machen wir mal eine 10 Euro. Habe ich geschrieben, nö, brauche ich nicht, ist Quatsch. So. Nachdem ich negativ bewertet hatte, ist das die, jetzt muss ich selber mal schauen, es lädt immer ein bisschen langsam hier im Keller. Das ist dann der, immer noch der 23. Waren es dann auf einmal 20 Euro. So. Aber, jetzt kommt's. 20 Euro Kompensation, also 20 Euro Rabatt oder Rückerstattung. Es sind immer noch 96,99 Euro für ein 60 Watt Solarpanel und ein bisschen Schrott dabei. Ein Türstopper und ein bisschen Kabel. Jetzt hat man schon gemerkt, dass es eigentlich nicht um eine Lösung geht. Können Sie das Feedback in positiv umwandeln? Also es ging um die negative Bewertung bei eBay. Was hast du denn als Käufer für eine andere Möglichkeit, Druck zu machen, außer über eine negative Bewertung, wenn es so gar nicht geht? Habe ich denen geschrieben, die negative Bewertung ist für das falsche, definitiv falsche Produkt. Das ist einfach nur Beschiss. Das Angebot ist einfach nur Beschiss. Mir geht es nicht darum, dass ich betrogen worden bin, sondern dass es generell Betrug ist. Haben die gar nicht verstanden, kam die E-Mail wieder zurück, wir würden ihnen 20 Euro Rabatt geben, wenn sie es im Positiv umwandeln. Hast du schon gemerkt, aha, jetzt wahrscheinlich nimmt der den Text gar nicht mehr, packt ihn jetzt in den Google Translator, sondern jetzt wird nur noch Masse abgearbeitet. Dann habe ich denen geschrieben, dass es mich nicht interessiert. Irgendwann habe ich noch eine Rücksendung angefangen und dann ist mir aufgefallen, wenn die aber wegen 20 Euro und die 20 Euro kriegst du von denen nicht, es sei denn, du änderst die negative Bewertung und die negative Bewertung, wenn du die einmal geändert hast, kannst du die nicht nochmal ändern, das heißt, dann bist du raus, dann bist du völlig in dem ihrer Gnade, deswegen sollte man das nicht tun. Wenn ich den Artikel zurückschicke, habe ich gar nichts mehr. Dann
5. August. Wir kommen also jetzt schon näher. Also jetzt hat er, der Easybike Good 2018 hat jetzt im Prinzip in der nächsten Mail vom 5. im Prinzip gar nicht mehr wegen Refundation oder wegen Kompensation geredet, sondern jetzt geht's eigentlich im Prinzip nur noch um die negative Bewertung, dass das ja total schlecht ist für sein Geschäft. Ich lese mal vor. The negative feedback is very bad for my account as well as my job. Hope you for your kind understanding here. We can send you a feedback revision request. You only need to log in your eBay account to your computer and choose a positive feedback left. It will only cost you a minute. Also es geht jetzt im Prinzip gar nicht. Also, we promise you that we must refund you once on a positive feedback. Is that okay? Genau, also es geht ihm jetzt im Prinzip überhaupt nicht mehr um eine Kompensation. Oder es geht auch überhaupt nicht mehr darum, dass hier betrogen wird. Es geht nur noch darum, den Account aufrechtzuerhalten. Und dann habe ich geschrieben, Leute, alles gut. Ich hatte denen zwischendrin dann auch mal die richtigen Videos geschickt. Hab mich also als YouTuber zu erkennen gegeben, der das Ding auch getestet hat und wo auch da definitiv Aufrufe auf dem Video sind, haben die gar nicht gelesen, haben die vielleicht auch gar nicht verstanden, haben sie auch wieder nicht selber durch den Google Translator gejagt. Habe ich geschrieben, Leute, passt, ist mir völlig egal. Ich vergesse das einfach, ich behalte das Panel, ich werde es als negatives Beispiel überall hernehmen. Die Sache ist gestorben. Okay? Haben die wahrscheinlich wieder nicht verstanden. Und jetzt kam eine E-Mail. Das ist jetzt... Von wann war die? Muss ich mal schauen. Ich glaube, die ist von heute. Also das Coole ist, ich habe auch das Gefühl, das sind zwei verschiedene Leute, die gar nicht voneinander wissen, was da los ist. Also das ist... Jetzt kam es wieder auf Deutsch. Sehr geehrter Kunde, wenn Sie den Artikel wirklich an uns zurückschicken wollen, verstehen wir auch, da nur DHL die Absenderadresse erreichen kann. Bitte verwenden Sie DHL als Versandart. Sonst wird das Paket an Sie zurückgesendet. Bitte hier die Adresse. Andernfalls wird das Paket ohne Rückverfolgungsnummer an Sie zurückgesendet. Ich werde Ihnen alle zurückerstatten, nachdem Sie den Artikel zurückbekommen haben. Oder wenn Sie es behalten können, können wir Ihnen 20% Rabatt anbieten. Keine Notwendigkeit zurückzukehren. Bitte notiert und macht dir keine Sorgen. Jedes Problem. Kontaktieren Sie mich bitte zuerst. Warte auf deine frühen Nachrichten. Also jetzt sagt er wieder, schick's doch bitte nicht zurück. Ich gebe dir 20% Rabatt. Also von 2 Euro Gewinn, also von 2 Euro Gutschrift, weil Sie ja nur 6 Euro haben, sind wir jetzt schon bei 20%. Was habe ich geschrieben? Ach ja, das, was ich davor geschrieben, die haben das gar nicht, die haben das nicht mal übersetzt. Die haben gar nichts. Ich habe geschrieben, die negative Bewertung bleibt bestehen, da es sich tatsächlich um ein Betrugsangebot handelt. Das ist meine persönliche Meinung. Ja, ist so. Ich habe über diesen Fall bereits 2 Videos gedreht und veröffentlicht und werde auch noch ein 3. Video erstellen. Das ist jetzt quasi dieses hier. Einfach damit möglichst wenig Leute auf diesen Käse reinfallen. Haben die gar nicht verstanden, haben die auch gar nicht gelesen. Haben sie gleich wieder, ja, wart, du schick an uns zurück, wir geben 20%, wenn du behalten und ist gut. Was lernen wir daraus? Oder was habe ich daraus gelernt? Einmal habe ich daraus gelernt, weil ich mir echt lange Gedanken darüber gemacht habe, ob ich es online stelle oder nicht, weil du weißt ja immer nicht, kann ja doch mal irgendwas von irgendeinem Anwalt kommen oder so. Das ist klarer Betrug. Und so einen klaren Betrug. So. Das zweite ist, für mich sind chinesische Unternehmen definitiv gestorben. Punkt. Also, wenn du was Einfaches kaufst, oder wenn du was kaufst, was nicht wertig ist, sagen wir mal ein Potti, oder ein Laderegler, wo du ganz genau weißt, das ist ein geschlossenes Gerät mit einem geschlossenen Gehäuse, wobei da könnt ihr auch wieder Käse reinbauen, was weiß ich, ein EP-Ever oder irgend sowas. Oh, nee, selbst der nicht, das ist mir zu teuer. Also Geräte ab, nein, das Solarpanels, nein, es macht einfach keinen Sinn.
kauft bitte bei einem deutschen Lieferanten. Gebt die 10, 20 Euro mehr aus. Wenn ihr mal Probleme habt, das ist ein Affentanz. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das geht die ganze Zeit hin und her. Dann musst du dir die Sätze zusammenbasteln. Dann wird mal auf Deutsch geantwortet, mal auf Englisch geantwortet. Dann, das ist den Stress nicht wert. Ich hatte ja bereits schon einigen Spaß oder Freude mit meiner Camping-Solarbox. Ich habe definitiv keine Freude an diesem Solarpanel, beziehungsweise nicht die Freude, die ich haben möchte, weil es einfach zu wenig Leistung bringt. Deswegen bin ich jetzt nicht am Boden zerstört oder irgend sowas. Aber einfach nur, damit ihr mal was wisst, wenn ihr mal einen Bedarfsfall habt, wo ihr mit denen kommunizieren müsst, das funktioniert nicht. Die haben euch was verkauft, dann haben die euer Geld, die haben was, die wollten. Und ihr glaubt doch nicht, dass der Easy Rebuy 2018 oder wie der heißt, da, ich habe das nachgeschaut, da gibt's 3 oder 4 verschiedene Accounts bei eBay. Da müsst ihr in die Einstellungen reingehen, müsst gucken, wo sitzt denn die Company. Ich habe das ja in dem Video 0 von der Camping Solarbox gesagt, die verschicken aus Prag oder bei Prag, sitzen aber in Hongkong oder Shangqing oder keine Ahnung, muss man gleich nochmal schauen, wo die herkommen. So. Und dann ist da irgendeiner, der da lattenweise Accounts erstellt, fertig aus Ende. Das interessiert die doch nicht. Da hast du auch keine Chance ranzukommen. Das ist echt das erste Mal, dass ich negativ bewertet habe. Ich habe mich bis jetzt mit jedem auf einer fachlichen Ebene einigen können. Leute, das und das hat nicht gepasst. Wie sieht das aus? Das sind die ersten, wo es nicht geht, weil die einfach nur völlig unfähig sind oder überhaupt kein Interesse daran haben. Genau, der Easy Buy Goods 2018. Kauft nichts bei dem. Riesenbogen drumherum machen. Standort Hongkong. In diesem Monat eine negative Bewertung. Das wird wohl meine sein. 20 im letzten Jahr. Ja, also wenn ihr Easy Buy Goods 2018 eingibt und das die negativen Bewertungen anschaut, dann habt ihr halt dort.bob. Das bin ich bei eBay. Und es hat 60 Watt. Schauen wir mal. Vielleicht kommt noch was dazu. Dann findet es vielleicht doch noch einen einigermaßen sinnvollen Einsatzzweck. Aber lustig ist es nicht. Ich habe mir das jetzt mit denen auch ewig nur gegeben, weil ich eigentlich wissen wollte, wohin führt denn sowas? Wohin führt denn das mit so jemandem, wenn du wirklich mal einen Fall hast? Und Leute, es führt zu keinem guten Ergebnis. Wenn ihr das Ding habt und habt ein Problem, dann seid bitte gleich gewahr, das ist völlig sinnlos, da jetzt irgendwie nachzuhaken. Die Negative, die kriegen die nicht weg, weil das ist, da geht's doch nicht darum, dass denen sein Geschäft, das ist Betrug. Wer es noch nicht gemacht hat, darf dem Video gerne einen Daumen hoch geben. Denkt dran, wir kleinen YouTuber sind für jedes Abo dankbar, auch wenn ihr vielleicht nicht die Glocke aktiviert, weil ihr nicht dauernd Nachrichten bekommen wollt. Aber wir kleinen, damit wir nicht ganz unten gelistet werden, so ein bisschen nach, ganz kleines bisschen nach oben rutschen, sind für jeden Abonnenten sehr dankbar. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr was draus nehmen konntet, von meinem Fall, mit dem Chinese Solar Panel. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.